Moin, ich bin Holger Böhm, SPD-Abgeordneter hier für Neugraben-Fischbek. Ich bin Frank Richter, ich bin Spitzenkandidat der SPD Harburg für die kommende Bezirksversammlungswahl und bin Fraktionsvorsitzender der jetzigen Fraktion. Hallo, ich bin Laura, die Kandidatin der SPD Hamburg für die Europawahl. Ich bin Mehmet, ich bin 26 Jahre alt und ich kandidiere für den Wahlkreis Ausbruch. Mein Name ist Okşan Karakusch, ich bin Wahlkreiskandidatin im Wahlkreis 1, die Spitzenkandidatin. Der Wahlkreis 1 umfasst im Wesentlichen die Harburger Innenstadt, Harburg-Mitte. Moin, willkommen zum Interview. Moin, moin. Danke, dass ihr mich fragt, wie es im Heimfeld weitergehen soll. Vermute ich mal. Ich bin Michael Dose, kandidiere für die SPD in Heimfeld-Bostelbeck. Mein Name ist Arne Thomsen und ich bin hier der SPD-Kandidat im Wahlkreis 3, das heißt in den Stadtteilen Rönneburg, Langenbeck, Sinsdorf und Marmsdorf. Moin, danke für das Interview. Mein Name ist Benisa Gündodo. Moin, Dennis Wacker mein Name. Ich kandidiere auf Platz 1 für den Wahlkreis 6. Mein Name ist Monika Hellmeier. Ich kandidiere für den Wahlkreis 5 auf Platz 2. Das heißt also für Heimfeld-Bostelbeck für die kommenden Bezirkswahlen jetzt am 9. Juni. Ja, hallo. Peter Bartels mein Name. Sie treten bei der Bezirkswahl 2024 für den Bezirk Eisendorf an. Was sind Ihre Ziele? Meine Ziele sind, für die Menschen, die in diesem Bezirk, in diesem Stadtteil leben, auf kleinteilige Art und Weise dafür zu sorgen, dass man sich um Dinge kümmert, die nicht in der Bürgerschaft beschlossen werden können, sondern wirklich auf kleiner Ebene da sind. Und wenn es das Schlachtloch ist, wenn es die Bank ist, aber auch die Frage, wie man mit Schmutz umgeht, mit Dreck umgeht, also Vermüllung. Für mich ist das Thema, wie entwickelt sich das Göbachtal zum Beispiel weiter. Ich bin ein bisschen in dem Riesebeirat mit bei und versuche mich da auch ein Stück weit, soweit das denn die Zeit bringt, auch mit einzubringen, um unseren Bezirk einfach weiterzuentwickeln auf dieser kleinen Ebene, wo wir als Bezirksversammlung halt bei sind und das machen können. Mein Hauptthemengebiet ist, wofür ich mich einsetzen will, ist die Sauberkeit und die innere Sicherheit in dem Wahlkreis und dem Bezirk. Was mir sehr am Herzen liegt, ist natürlich auch, was die Bürger sich wünschen. Und dafür würde ich mich natürlich am meisten stark machen, weil die Meinung der Bürger ist sehr wichtig natürlich. Ich habe eigentlich im Moment drei Schwerpunkte. Mein Kernschwerpunkt ist die Barrierefreiheit. Wenn man sich umguckt hier in Neugraben, sind sehr viele ältere Menschen. Es sind aber auch Menschen mit einer Bewegungseinschränkung. Es sind junge Mütter mit Kinderkarren, die hier durch Neugraben gehen und die leider Gottes an baubedingten Barrieren stehen. Es sind selbsttätige Türen oder solche Dinge. Und mein Anliegen ist es eigentlich, diese Sachen, dass man die anfasst, dass Neugraben als Zentrum attraktiv wird, auch für Menschen, die eben halt nicht mobil sind. Das zweite Thema ist das Zentrum als solches. Wir schauen uns gerne um, wir haben hier sehr viel Laden, Leerstand. Dazu, um das Ganze anzugehen, müsste man die Bebauungspläne ändern. Das wird das nächste Kernthema sein. Und natürlich mein Herzensthema Sport und Sportinfrastruktur. Wir sind ein wachsender Stadtteil. Viele neue Bürgerinnen und Bürger werden kommen. Und dazu braucht man natürlich die nötige Sport- und Infrastruktur, wie zum Beispiel ein neues Kombibad, wie neue Sportanlagen. Und dafür will ich mich einsetzen. Harburg-Mitte ist ja ein sehr diverser Stadtteil, sehr urban. Wir haben ganz viele Menschen, die da leben. Wir haben aber auch die Industrie, die dort ist, dann die Einkaufsstraße. Und im Moment ist eines der wichtigsten großen Projekte, die wir in Harburg bewegen müssen, ist die Harburger Innenstadt mit dem Verkauf von Karstadt, mit dem Auszug von Karstadt und dem Verkauf des Gebäudes haben wir natürlich viel Potenzial, was wir nutzen können. Und da geht es jetzt darum, da den Weg zu ebnen, damit wir das baurechtlich auch hinbekommen können. Neben dem Bereich Wohnungsbau, gutes Zusammenleben ist das eines der wichtigsten Themen, die wir bewegen müssen. Auf jeden Fall den Verkehr, also insgesamt besser durch den Stadtteil kommen, sei es durch ausgebaute Radwege, durch eine bessere Verkehrsinfrastruktur, durch bessere Bus- und Bahnanbindung, aber auch für den Autoverkehr. Außerdem setze ich mich für eine bessere innere Sicherheit und Sauberkeit im Stadtteil ein. Na, das erste Ziel ist natürlich, dass wir wieder die Mehrheitsfraktion in der Bezirkssammlung auch weiterhin unsere gute Arbeit für den Bezirk fortsetzen können. Mein persönliches Betätigungsfeld ist ja die Stadtentwicklung
Und da gibt es für mich so ein paar Dinge, die dann anstehen in den nächsten Jahren. Das zum Beispiel ist einmal die Frage des Karstadthauses, wie sich das entwickelt. Aber auch jetzt neuerdings Harburg-Freudenberger, das hat ja die Stadt gekauft. Also da gibt es neue Möglichkeiten, wie wir das entwickeln können. Und was mir im Moment ganz besonders am Herzen liegt, ist das Zusammenleben in unseren Stadtteilen, weil wir alles dafür tun müssen, unsere Demokratie zu schützen. Und dazu gehört insbesondere eine gute Nachbarschaft, ein gutes Miteinander. Also ganz besonders wichtig ist mir die soziale Infrastruktur hier in dem Eck. Also wenn ich beispielsweise die Frage stelle, wo kann man sich hier treffen mit Freunden, mit Bekannten, ohne Geld ausgeben zu müssen, dann lautet die Antwort eigentlich in allen Stadtteilen hier eigentlich nirgendwo. Wir haben noch ein bisschen was in den Kirchengemeinden, das ist gut so, aber das war es dann auch. Und deshalb wünsche ich mir ein Stadtteilzentrum hier in Harburg-Süden für Jung und Alt, in dem man sich treffen kann, in dem die Handarbeitsgruppe sich treffen kann, neben der Tanzgruppe und wo Bürgerinitiativen sich treffen können und wo vielleicht auch meine Geburtstagsfeier stattfinden kann. Das möchte ich hier für Harburg-Süden erreichen. Welche Themen liegen Ihnen sonst noch am Herzen? Also nahe liegt es in Harburg natürlich immer das Thema Verkehrspolitik. Ich meine, wir sind hier im Einkaufszentrum Marmsdorf und ich habe vor kurzem durchgerechnet, wenn Sie von hier aus versuchen, zum AKH, zum Krankenhaus zu kommen, da brauchen Sie mit dem Bus 41 Minuten. Zu Fuß waren es, glaube ich, 36. Sie sind zu Fuß schneller als mit Bus und Bahn. Und angesichts dieser Zahlen reden wir dann von Verkehrswende. Das ist doch eigentlich lächerlich. Also da müssen wir etwas tun, dass hier die Querverbindungen in Harburg besser werden, dass man von den einzelnen Stadtteilen besser zum anderen kommt, ohne immer den Umweg über den Bahnhof nehmen zu müssen. Und mein Vorschlag wäre dabei, eine Ringlinie zu machen, die die Stadtteile in Harburg miteinander verbindet und auf diese Weise dafür sorgt, dass man beispielsweise auch von Sinsdorf nach Marmsdorf leichter rüberkommt oder eben hier von Marmsdorf aus nach Heimfeld. Also Wilsdorf ist ein sehr interessanter Stadtteil, ist ein relativ kleiner Stadtteil, ist ein, ich sag mal, traditionell eher ein Stadtteil, der von sehr viel arbeitenden Menschen geprägt ist und auch ein dicht besiedelter Stadtteil. Wir haben ganz viele Herausforderungen, sei es jetzt irgendwie die Nahversorgung, die bei uns ja in zwei Teilen schon weggebrochen ist. Das ist einmal der Rewe an der Winsener Straße bei uns, der wirklich durch alle eigentlich Stadtteilgrenzen hinweg der Nahversorger vor Ort war. Dann der Penny an der Hohen Straße, der umgebaut werden muss. Also besonders diese Art von Problematik ist bei uns jetzt gerade sehr, sehr aktuell, begleitet uns aber jetzt im Fall Rewe-Winsener Straße schon seit Jahrzehnten. Das ist ein Thema, öffentlicher Personennahverkehr ist ein Thema, weil wir ja schon seit Jahren eine Busanbindung Richtung Radige Straße über die Trasse planen. Das möchten wir begleiten. Ich habe damals die Befragung gemacht, als ich neu in die Partei eingetreten bin. Das ist immer noch so ein Herzensstück. Und natürlich die innere Sicherheit. Also das ist in Wilsdorf auch ein Thema. Wir haben einen hohen Migrationsanteil. Über 88% der unter 18-Jährigen haben einen Migrationshintergrund. Also nicht nur innere Sicherheit, sondern halt Zusammenleben und so. Und da braucht es auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten in Form von Stadtteiltreffs oder irgendwie Kulturverein oder wie auch immer, die dann vor Ort bereitgestellt werden müssen. Wir haben das Stadtteilbüro, aber ich sage mal so, das ist ein guter Anfang. Aber damit ist es auf jeden Fall noch nicht zu Ende und das muss man auf jeden Fall ausbauen. Ich setze mich ein für einen attraktiven und lebenswerten Stadtteil in Heimfeld. Insbesondere liegt mir am Herzen die Sauberkeit hier, aber auch die Straßenverkehrssicherheit. Wir haben hier sehr viele Parkplätze, Radfahrer, Autofahrer, Busfahrer und da will ich mich dafür einsetzen, dass alle sicher und gelassen an ihrem Ziel ankommen. Ansonsten interessieren mich insbesondere soziale Themen. Also ich engagiere mich für die Tafel Harburg und versuche sozusagen sicherzustellen, dass die Sichtbarkeit der Tafel Harburg, aber auch die Wichtigkeit der Tafel Harburg, im Bezirk insgesamt deutlich zum Tragen kommt. Mein zweites fachliches, inhaltliches Steckenpferd ist der Haushaltsausschuss. Finanzen sind wichtig für alle Projekte, die durchzuführen sind. Und da stehen wir als SPD in Harburg für solide Finanzpolitik mit Augenmaß und natürlich einer sozialen Ausgewogenheit. Wir haben in Heimfeld zu wenig Platz auf dem Platz, sagen wir immer. In Heimfeld gibt es ein Zentrum und dort sind 7 Fahrspuren. Und deshalb bleibt für Fußgänger überhaupt kein Platz. Und wir brauchen nicht alle Abbiegespuren dort. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Leute dort eben auch sich aufhalten können und sich wohlfühlen können auf dem Platz und nicht nur auf einer Linksabbiegespur alle Stunde 3 Autos fahren. Das kann man sich einsparen.
Dann habe ich auch vor, dass man mehr Übergänge schafft auf der Straße für Fußgänger. Wir haben 2 Kilometer lang keinen Überweg und würden gerne in unseren neuen Kindergarten im Wald auch mit Schulklassen gehen, ohne immer nur gefährdet zu sein von fahrenden Autos. Wir brauchen mehr Zebrastreifen auf der Heimfelder Straße. Dann müssen wir auch noch sehen, dass wir eine geringere Geschwindigkeit für die Autos in der Heimfelder Straße haben, weil die Radfahrer müssen dort auch fahren, weil die Fußwege zu schmal sind. Und das ist für viele Radfahrer zu gefährlich, sagen sie. Und die würden dann gerne auch haben, dass die Autos langsamer fahren. Einen Schutzstreifen kann es dort leider nicht geben, weil die Straße zu schmal ist. Und von daher bleibt dann eigentlich nur eine Angleichung der Geschwindigkeit. Ja, also das sind so die nächsten Ziele. Und wenn wir das erreichen, ich denke, dann sind die Heimfelder mit uns ganz zufrieden. Ich möchte einmal am Anfang betonen, dass es sich um eine absolute Richtungsentscheidung handelt, weil es geht wirklich darum, Demokratie und Freiheit hier in Europa zu verteidigen. Das Europäische Parlament ist dafür wahnsinnig wichtig, ist Co-Gesetzgeber. Alle Gesetze, die beschlossen werden, werden auch durch das Europäische Parlament beschlossen. Und deswegen ist es jetzt wichtig, die demokratischen Kräfte da zu stärken, insbesondere in einer Zeit, in der Rechtspopulisten und Antidemokraten immer stärker werden. Und du trittst an für die SPD in Hamburg. Genau, richtig, weil es natürlich auch darum geht, eine starke Sozialdemokratie zu haben, dass wir wirklich den Klimawandel bewerkstelligen können und trotzdem gute Arbeitsplätze hier auch haben, dass es darum geht, gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne voranzutreiben. Dazu gab es auch kürzlich einen ganz wichtigen Beschluss, nämlich die europäische Mindestlohnrichtlinie, dass wir armutsfeste Mindestlöhne überall in Europa haben und vor allen Dingen starke Tarife, weil ich finde, es darf eben keinen Unterschied machen, ob man in Italien, Deutschland oder Ungarn geboren wurde und wer die Eltern sind. Und dafür sind diese Gerechtigkeitsthemen ganz, ganz zentral. Und geht auf jeden Fall alle wählen, denn es wird wirklich entscheidend sein, die Wahlbeteiligung. Ihr habt genau eine Stimme bei der Europawahl, ist also ganz einfach. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr die SPD unterstützt und damit auch mich.